Fangen Sie ganz unten an. Na gut, ich stelle die Frage von ganz unten. Also, die Kommunen stehen absehbar vor unlösbaren Aufgaben, was Unterbringung, Versorgung, Integration und deren Finanzierung betrifft. Gibt es Bemühungen des Oberbürgermeisters, auf Landesebene Einfluss zu nehmen, den Zuzug von Flüchtlingen zu verringern, zum Beispiel den Ausstieg aus dem Easy-Verteilsystem zu fordern? Herr Hilbert, Sie sind gefragt. Also es gibt eine klare Verpflichtung zu unterbringen und der Oberbürgermeister wird alles dafür tun, diese zu erfüllen. Das ist mal als ganz klare, deutliche Botschaft. Und das, ich habe das im Eingangsstatement schon gesagt, es ist auch für uns eine humanitäre Verpflichtung. Und wir wissen sehr wohl als DDR-Bürger, wie wir auch davon partizipiert haben, dass wir aufgenommen worden sind. Und wir sollten alles daran tun, nicht wieder in einen Unrechtsstaat hinein abzudriften, sondern für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft einzutreten. Und dafür stehe ich und dafür werde ich kämpfen mit allem, was mir möglich ist. Und dazu gehört eben halt auch das Recht auf Asyl, ob es Ihnen hier in der Mehrheit schmeckt oder ob es Ihnen nicht schmeckt.